nah? Man steigt nah. Denn es nützt doch, nützt doch, nützt doch, dann und wann. Man steigt nah, man steigt nah, und wann geht und wann man nur kann. Man steigt nah, man steigt nah, denn es nützt doch, nützt doch, nützt doch, dann und wann. Doch das Laufen, das machte sie scheinbar schon müd. Von einem Schaufenster steht sie, das rasch sie besiegt. Aber da braucht der Herr Nachsteiger schon vor ihr stehen. Ach, mein Fräulein, pardon, hab sie schon so gesehen. Komme vor mir bekannt. Aber ich kenne sie noch nicht. Aber Meier, so heißt sie. Ach, lass ich nicht lachen. Und sie geht so gewiss. Und er schiebt und er schiebt. So gewiss mit dem Schmied. Und er schiebt gewiss nach. Und weil vom Firmament ein Platz zu Regen kam, so fort in die Höhe ihr Röckchen nicht nahm. Doch tat wegen Platzregens durchaus ist nicht. Sie tat, weil ihr Beinchen ein wahres Gedicht. Da sie weiß, wie das reizt, lässt sie jetzt etwas sehen. Und er schaut Gott ihr Strümpchen schön. Und dann geht sie nach links. Und er schiebt von nach rechts. Und dann trippelt sie fort. Und danach mit ihr echt. Und sie richtet ihr Kleid. Er hat Höschen gesehen. Und das reizt, sie scheint zu verstehen. Man steigt nah, man steigt nah. Und man man steigt da, denn es nützt doch, nützt doch, nützt doch, dann und wann. Ach, das stimmt nicht. Wieso denn? Heutzutage sprechen wir Fräulein euch doch an, junger Mann, junger Mann. Ich verbitte mir Ihre Belästigungen. Wollen wir nicht noch eine Tasse Kaffee zusammen trinken? Oh nein, das kann ich nicht annehmen. Aber kommen Sie ruhig mit, passiert Ihnen